wurde weggenommen, ist weggegangen oder weg oder verloren gegangen. Dhahaba ist gegangen davon. Also viel, viel von dem Koran gegangen. Das heißt, wenn Mansuch weg ist, haben wir nicht den ganzen Koran? Natürlich haben wir den ganzen Koran. Trotz Mansuch, trotz Nasikh. Ne, egal was für Art von Mansuch ist. Haben wir den kompletten Koran. Ibn Umar sagt nein. Das heißt, er meint nicht Mansuch, er meint, der Koran ist nicht vollständig. Soll keiner behaupten. Sagt Ibn Umar. Das lesen wir in Kitab Fada'il al-Quran, Abi Ubaid al-Qasim, Ibn Salam, Nummer 699, Seite 115. Das ist eine Frage. Wenn Ibn Umar sagt, soll keiner behaupten, dass er den gesamten Koran hat. Denn es wurde viel weggegangen davon. Und wann hat das Ibn Umar gesagt? Natürlich nachdem Osman das Buch gebunden hat. Den gesamten Koran haben wir. Wir können das nicht negieren. Das glauben wir auch. Die Überraschung kommt noch. Inshallah. Ich antworte erstmal kurz deine Fragen, sage ich, die überhaupt nicht, sagen wir, haben keinen Sinn, die zu beantworten. Überhaupt gar keinen Sinn. In einem vierten Clip, also du hast nur bis vier Clips gemacht. Ne? Sechs, fünf und sechs, das sind Wiederholungen von vier. Das würde jemand täuschen, weiß nicht wen. Also, du hast gesprochen über Huruf al-Quran. Gib mir bitte die Antwort über die Huruf al-Quran, die ich dir gefragt habe. Die über 10.000 oder 124.000 Huruf. Darüber gib mir eine Antwort. Du meinst, die Lesung sind sieben Arten? Die Frage ist nicht davon. Ich weiß, dass die Lesung, was du meinst, die werden auch mit Huruf benannt. Aber ich habe eine Frage gestellt. Dafür habe ich bis jetzt keine Antwort gekriegt. Die Behauptung von eurer Sahabe, dass nur ein Drittel des Korans, wenn wir die Buchstaben zusammenzählen, dann haben wir nur ein Drittel davon. Huruf, in diesem Sinne heißen Buchstaben. Und du hast auch in deinem fünften Clip gesagt, sind im Koran viel Sahaba, viele Sahaba erwähnt. Bitte schön, gib mir ein Wort Sahaba in dem Koran, Sahaba in dem Koran, ein Wort Sahaba in dem Koran und ich werde Sunni, ich werde Salafi, ich werde Takfiri. Hier, ich schwöre auf Koran. Bring mir ein Wort aus dem Koran Sahaba, die viel erwähnt sind, Sahaba. Und du sagst, Ahlul Bayt wurden nur ein einziges Mal erwähnt in dem Koran. Du hast zugegeben, ein einziges Mal, Ahlul Bayt wurden erwähnt mit Namen. Und du meinst, du verlässt dich auf Deutungen. Das heißt, Sahaba befinden sich weder durch Deutungen noch wörtlich in dem Koran. So. Das heißt, durch Deutungen finde ich keine Sahaba. Glaubst du nicht dran? Du glaubst nur, wenn das Wort wörtlich in dem Koran steht. Ahlul Bayt stehen drin, dann musst du daran glauben. Sahaba stehen gar nicht drin. Sahaba, das Wort, dieser Begriff steht nicht in dem Koran. Gib mir einen Wort in dem Koran. Ne? Vielleicht befinden sich die Sahaba in den zweiten zwei Drittel des Korans, der fast verschwunden ist bei euch. Vielleicht dort sind die Sahaba erwähnt, aber hier in dem Koran, unserem Koran, also in unserem Koran befindet sich das Wort Sahaba nicht. So. Also wo sind die Sahaba im Koran? Die sind nicht zu finden. Und du wolltest von mir einem Wort aus dem Koran, Wilaya, was normalerweise als Nachfolger gemeint wird. Wie du möchtest. Du sagst weder in dem Koran noch in Sunnah. Ich gebe dir aus dem Koran und aus dem Sunnah, aus deiner Sunnah, aus deinem Sahih, dass die Wilaya sich in dem Koran befindet und durch eine Erklärung von Umar und Abu Bakr, dass die Wilaya bedeutet Nachfolger. Wali bedeutet Nachfolger. Und wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man kuntu maulahu fahadha aliyum maulah, ne?
Das ist als Herrscher gemeint hier, als Führer gemeint. Und ihr bezeichnet das als Liebender und nicht als Führer. Er kann nicht, das, er meint Liebender. Wenn ich sein Liebender bin, dann ist Ali sein Liebender. Wir sagen, nein, wem ich sein Führer bin, so ist Ali sein Führer. Und das bestätigt Abu Bakr. In Sahih Bukhari, in Sahih Muslim, Entschuldigung. Dass der Wali ist der Nachfolger, das heißt der Herrscher, der Führer. Nach Rasulullah. Und Koran sagt, innama waliyukum Allah wa rasuluhu alladhina amanu. Das heißt, eure Wali ist Allah wa rasuluhu alladhina amanu. Diejenigen, die geglaubt haben, diejenigen während des Gebietes ihren Zakat verrichten. So, noch was inzwischen jetzt. Ich habe gesagt, die Überlieferer sind wirklich nicht zu vertrauen bei euch. Ich lese in Sahih Bukhari Hadith Nummer 4617, dass Ibn Mas'ud in Hamas war, in Syrien, und hatte Surat Yusuf gelesen, und da stand ein anderer Sahabe, der besoffen war, und er sagte zu ihm, so wurde diese Sura nicht herabgesandt. Und dann Ibn Mas'ud sagt, so habe ich das von Rasulullah gelernt. Und dann habe ich seinen Mund gerochen, dass er besoffen war. Dann habe ich ihm gesagt, lügst du über Allah, Sahabe? Lügst du über Allah und bist du dabei besoffen? Kriegst du von mir die Peitsche. Dann hat ihn gepeitscht. Was heißt das? Ein besoffener Sahabe negiert das, was Ibn Mas'ud zitiert. Ne? Und woher soll ich wissen, dass wer recht hat? Weil Ibn Mas'ud und Omar negieren auch das, was wir in den Koran haben. Und das haben wir nachgewiesen. Er sagte, einen riesigen Fehler hat er gefunden bei Hamza. Riesenfehler ist zwischen der Unterschied zwischen Mushaf und Koran. Das soll ein Riesenfehler gewesen sein, dass ich das nicht gewusst hätte. Und er sagte, ich wollte noch zeigen, die Wilaya, übrigens, habe ich vergessen. Aus der Sunna habe ich erzählt von Koran. Und jetzt kommt der Sunna, Sahih Muslim. Jam'a Sahih. Sahih Muslim. Sahih Muslim. So, Band 5. Also, die Wilaya in Form einen Khalifa oder einen Herrscher finden wir in Sahih Muslim, Band 5, Bab, wir lesen den Bab Hukmul Fay, Babu Hukmul Fay, so. Jetzt lese ich den Hadith hier, das ist die Seite 152 in Bab Hukmul Fay. Er sagt hier, also Umar redet, ثم نشد عباسا وعليا عمر بمثل ما أنشد به القوم أتعلمان ذلك؟ Er sagte zu ihnen, قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ولي رسول الله. Das heißt, er sagt als Khalifa, ich bin Wali Rasulullah. Das heißt, Wilaya als Khalifa befindet sich in dein Sahih Muslim. Er sagt noch was Schönes dazu, lesen wir auch dazu, inshallah. فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها هذا. Er meint Ali عليه السلام. Guck mal, was für Respekt. Er sagt, der kommt
und verlangt diese Erbschaft von seiner Frau, von ihrem Vater. Er meint Fatima, sallallahu. Was für Respekt. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه إزاك إزات إن كاذبا لوجنا. Das heißt Ali und Abbas. Ali und Abbas, Aliya und Abbas sahen Abu Bakr oder betrachteten sie Abu Bakr als Lügner, als Sündiger, als einer, der in den Rücken steckt. Und ein als Verräter.